Herzlich willkommen beim Red Web Club. Ich bin Maike. Ich bin Michelle. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von That's Life! Kennst du diese Situation, wo Menschen dich auf etwas festnageln, was du mal in der Vergangenheit irgendwann gesagt hast und die so tun, als würdest du deine Meinung nicht ändern dürfen und als würdest du auch deine Ansichten niemals ändern dürfen? So, du als Mensch musst halt immer gleich bleiben im Prinzip. Alles, was du mal gesagt hast, alles, was du mal vertreten hast, alles, was du mal getan hast, wird dann in Frage gestellt, weil du auf einmal eine andere Meinung dazu hast. Ich habe letztens so eine Situation gehabt, da hat mich jemand auf etwas angesprochen, das habe ich mal irgendwann, boah, das ist locker schon über ein halbes Jahr her, gesagt. Ich will jetzt gar nicht genau darauf eingehen, was. Ich habe was gesagt und diese Person hat dann in einem Gespräch, was aufkam, weil ich das dann anders gesehen habe, hat das dann so hingestellt, ja wie, aber damals hast du gesagt, so und so. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, das habe ich gesagt, ja, siehste, also. Ja, und? Ich stand dann da, habe dann gesagt, ich habe, unterdessen habe ich andere Menschen kennengelernt, ich habe andere Gespräche geführt, ich habe neue Erfahrungen gesammelt, neues Wissen mir angeeignet, sodass ich meine Meinung diesbezüglich jetzt geändert hat. Darf ich denn meine Meinung nicht ändern als Individuum, welches ich bin? Muss ich immer auf dem gleichen Stand bleiben? Muss ich immer die gleichen Meinungen vertreten, immer die gleichen Ansichten haben? Weil ich meine, du veränderst dich ja. Als Kind siehst du Dinge anders als wie als Teenie und dann bist du erwachsen. Dann ändert sich ja nochmal dein Mindset, deine Ansicht auf die Welt oder auf Beziehungen, über Jobs etc. Auf alles, pp. Ne? Auf ich finde, das hört auch gar nicht auf beim Erwachsensein. Ne? Also selbst beim, wenn du jetzt deine 18 erreicht hast und jetzt erwachsen bist, ob du 30 bist oder 40 oder wieder 50 oder 60. Ich denke, wie du gerade schon sagst, durch die ganzen Erfahrungen, die man sammelt, wird man auf jeden Fall seine Ansicht ändern. Ich denke mir gerade, wie du das jetzt so sagst, ich glaube, das wäre doch das Schlimmste überhaupt, wenn du deine Meinung hast und du wirst dich davon niemals mehr wegrütteln lassen. So, weil das würde ja damit bedeuten, dass du ein sehr nicht weltoffener Mensch bist, sondern sehr eingeschränkt in deinem Blickfeld bist. So. Ja, das Problem, an dem ich konfrontiert war, war, dass diese Person sich dann in Ausflüchten und Ausreden verfangen hat, quasi, würde ich schon sagen. Ne? Und dann, ja, aber, ja, dies, ja, das und früher war so ja, und damals war dies. Aber du hast das ja gesagt. Du hast das ja gesagt. Und meine Frage ist im Grunde, ja, wie würdest du damit umgehen? Weil ich wusste echt nicht genau, also ich war auch eine private Situation tatsächlich und dann finde ich, ist es immer noch mal was anderes und ich wusste echt nicht, wie gehe ich jetzt damit um, ohne dieser Person vor den Kopf zu stoßen, ohne die Taktlose zu sein, die gefühlskalt ist, die unfair ist, die gemein ist, die tatsächlich ist das auch ein Problem, was ich des Öfteren mal feststelle, ne? Auch so in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass ich feststelle, aber du hast mal dies getan, du hast mal das gesagt, du hast mal hier, du hast mal da, also wie würdest du damit umgehen? Weil ich, ganz ehrlich, so mir gehen schon so ein bisschen die Ideen aus langsam und es ist immer mal schön, auch andere Ansichten, weshalb sich der Wissensstand, die Ansichten ja auch ändern, einen anderen Wissensstand mal zu erfahren. Wie würdest du damit umgehen? Und ja, im Prinzip, welchen Rat hättest du für mich? Also ich finde, du bist schon gut damit umgegangen, weil ich denke mal, die Person darauf anzusprechen und wirklich zu sagen, ja, du hast recht, ich habe das gesagt. Aber inzwischen habe ich ohne Ende neue Erfahrungen gemacht und dadurch hat sich meine Meinung geändert. Ich habe Gespräche geführt, ich habe vielleicht mal hier oder da ein Video gesehen und meinen Horizont damit erweitert. Von daher finde ich, du bist da schon sehr gut mit umgegangen. Deswegen, das ist eine gute Frage. Anders würdest du es auch nicht machen? Tatsächlich auch nicht. Ne? Also ich meine, ich kenne das auch, dass man wirklich angesprochen wird und gesagt wird, ja, aber vor einem halben Jahr hast du doch noch gesagt, du willst das nicht oder du würdest das so oder so machen. Und dann stehe ich auch da und sage auch, ja, du hast recht. Ich habe das auch wirklich so gesehen. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich mal mit einer Freundin unterhalten. Ich habe mich mal ein bisschen hingesetzt, so ein bisschen überlegt. So, hättest du vielleicht auch anders mit der Situation umgehen können und habe mir gedacht, ja, mach es beim nächsten Mal dann vielleicht einfach anders. Und dadurch hast du dann wieder eine neue Erfahrung gemacht, wodurch du gemerkt hast, stimmt, das, was du damals gesagt hast, ist gar nicht so. Also jetzt sagst du,
das war ja gar nicht so. Oder es ist gar nicht so. Ich empfinde das jetzt nicht mehr. Ich meine, wie du ja schon so schön sagtest, als Teenie, dann bist du Fan von, weiß ich nicht, Tokyo Hotel, AS5 und was es damals alles gab. So. Mhm. Jetzt als Erwachsener bist du ja niemals mehr Fan davon, weil deine Interessen sich auch geändert haben. Dein Hormonhaushalt war ein ganz anderer, deine ganze Lebenssituation. Das ist ja auch oft, wenn du zum Beispiel einen neuen Partner hast oder so, dass sich vieles verändert, dein Freundeskreis verändert sich, dein Verhalten auch etwas, weil du lernst jemand Neues kennen, der wirkt auf dich ein, du wirkst auch auf diese Person ein, man wirkt miteinander, entwickelt man sich ja auch weiter und dementsprechend kriegt man neue Meinungen. Deswegen, ich hätte das genauso gemacht wie du. Ich glaube, das ist auch der beste Weg, weil ich weiß nicht, ob wir die Leute ändern können, ich denke eher weniger. Ändern kannst du die Menschen nur, wenn sie auch bereit und willig sind, was zu verändern, weil, also, du willst ja nicht den Mensch an sich ändern. Nein, auf keinen sondern Fall. Sondern ihm nur, wenn er dafür offen ist. Also ändern kannst du keinen Menschen. Nee, das stimmt. Das aber ich denke, ich würde da genauso mit umgehen. Auf jeden Fall. Ich würde darüber sprechen, die Person dann ansprechen. Na, hör mal, du hast absolut recht. Das ist auch wichtig, ne? Erstmal zu sagen. Das zu bestätigen. Genau, das zu bestätigen. Ja. Ne? Weil du hast auch oft die Situation, wenn das jetzt mal andersrum ist. Ich meine, man kennt das ja selber, ne? Dass ich, dann hört man mal, dass eine Freundin, weiß ich nicht, irgendwas sagt, keine Ahnung, ich möchte keine Kinder zum Beispiel jetzt. Und im halben Jahr sagt die auf einmal so, boah, ich hätte irgendwie Lust auf ein Kind. Da würde ich auch direkt als erstes sagen, so, echt, hat sich deine Meinung geändert? Weil von einem halben Jahr hast du jetzt noch gesagt, du möchtest kein Kind. Das ist direkt hinter vorne. Genau. Da gibt es dann Menschen, die dann auch wirklich sagen, so wie wir das jetzt, wie du das gemacht hast und wie ich das machen würde, wirklich zu sagen, ja, du hast recht, aber es gibt auch Menschen so, ja, aber das habe ich ja gar nicht so gemeint, da hast du vielleicht was falsch verstanden, die sich dann so im Kopf und Kragen regen, weil, nein, das habe ich so nicht gesagt. Ne? Dann sind die ja schon nicht mehr authentisch. Ja, vielleicht schämen eigentlich, die sich auch so ein bisschen so, ja, stimmt, du hast recht, aber ich hatte andere Ansichten, weil... Oder vielleicht auch Sorge, ihre wahre Meinung zu äußern. Oder auch so. Vielleicht auch einfach nur Angst zuzugeben, dass sich die Meinung geändert hat. Man sagt ja auch mal gern so, ja, wie eine Fahne im Wind. Ah, das Fähnchen im Wind. Ja, genau, das Fähnchen im Wind, dass man sich jetzt so denkt, so, boah, ja, ich muss jetzt einen guten Grund geben, warum ich jetzt auf einmal doch Kinder haben will. So, ja, vielleicht hat sich deine emotionale Lage einfach verändert und du hast es irgendwo gesehen und denkst dir, ach, doch schön. Oder vielleicht das Gegenteil. Ja, mehr Wissen sich angeeignet, genau. Neue Erfahrungen wieder weiterentwickelt. Und sich weiterentwickelt, ja. Und ich denke mal, das wäre das Schlimmste überhaupt, wenn dieser Punkt einfach irgendwann nicht mehr halt kommt. Ja, das glaube ich auch. Ja, deswegen, also wie würdest du das beim nächsten Mal machen? Ja, genauso, da ich ja keinen neuen Ankerpunkt jetzt habe, würde ich es doch tatsächlich wieder genauso machen und erklären, dass ja, ich habe das dann und dann so gemeint, so gesehen, so gesagt, so wie auch immer. Und ja. Ja, also ich denke... Wir haben da eigentlich schon einen guten Weg eingeschlagen. Denk ne? Also ich denke, wenn man einfach offen ja und ehrlich ist. Der ne? ist ja auch nicht aggressiv oder gemein oder so. Ne? Du kommst ja jetzt nicht dem anderen damit sonst was um ja, die Ecke. Deswegen finde ich finde das eigentlich gut. Auf jeden das Fall ist ansprechen. Das schon taktvoll ne? genug. Ne? Ja. Ja. Doch, würde ich auch sagen. Ja, das ist schön. Ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Ja. Ich freue mich. Freue mich über eure Kommentare und lasst doch gerne mal eure Meinung dazu da und wie ihr das Ganze seht. In diesem Sinne? Jawohl, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.